Bei Rita merkt man wirklich, dass sie Lehrerin durch und durch ist. Sie ist Lehrerin von Beruf. Dann muss sie zu Hause unseren Sohn Tim erziehen. Und dann baut sie auch noch lauter Schulen aus Lego. Ihr habt ja vielleicht ihre letzten Videos zur Friends- und City-Schule gesehen. Mit was kommen Sie heute daher? Mit einer Fahrschule. Also herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Ja. Kaffee ist am Start. Kaffee. Und wir haben hier beim Eingangsbereich vom Vergnügungspark, wo ich eigentlich ursprünglich die Kassenhäuschen und den Ticketverkauf für die Vergnügungsparkbesucher hinbauen wollte, jetzt wie aus dem Nichts einen Verkehrsübungsplatz, den uns Rita heute mal zeigt. Wir hatten die Idee, oder ich hatte die Idee, einen Verkehrsübungsplatz zu machen, denn wir haben uns ja das Set im Legoland gekauft, wo zwei solche Autos dabei waren, nämlich diese zwei, mit den Figuren und ein paar so Ampelzeugs, dem Verkehrspolizisten und der Mutter, die hier dann da drüben steht, die gerade ihre Tochter fotografiert. Und da habe ich mir gedacht, wir hatten diese Idee ja schon vor längerer Zeit, dass wir mit den neuen Straßenplatten eben so einen Verkehrsübungsplatz machen für die Kleinen. Und dadurch, dass wir das im Legoland ja dann wieder gesehen haben, dass die Kleinen so eine Freude haben, wenn sie eben da rumdüsen dürfen und dann ihren Führerschein quasi machen dürfen. Übrigens, die Führerscheine sind hier auch dabei, die zeige ich euch auch noch. So ein Führerschein sieht dann eben so aus. Und den bekommt man dann, wenn man das erfolgreich gemacht hat. Ein zweiter müsste auch nur rumliegen. Genau, und da habe ich mir gedacht, wir machen sowas und bin dann hier irgendwie vorbeispaziert, habe mir gedacht, wo sollen wir den hinbauen und bin dann zu dieser Ecke gekommen und habe mir gedacht, die ist eigentlich für gar nichts, die Ecke. Und so große Kassenhäuser kann kein Mensch machen. Ich sage nur, die Ecke war reserviert für die Kassenhäuschen und die Straßenbahn ist hier reingekommen, weil wir gesagt haben, wir haben zu wenig Platz für eine große Straßenbahnlinie, aber wir machen hier so ein Terminal, wo mehr oder weniger dann die S-Bahn-Endhaltestelle hinkommt. Ups. Die wurde jetzt auch schnurstracks und kurzerhand abmontiert, aber so geht mir eigentlich fast immer, liebe Freunde. Es ist leider so. Deswegen widmen wir uns ja Dingen, die Rita nicht interessieren, die U-Bahn. Danke für eure Kommentare dort. Da bin ich schon wieder am Weiterbauen. Zeige ich euch demnächst dann, was es da mit auf sich hat. Sehr, ja, gut. Also was haben wir hier jetzt gemacht? Ich habe auch ein bisschen mitgebaut. Genau. Wir haben erstens mal noch die Autos ein drittes und ein viertes Mal aufgebaut. Einmal in Gelb und einmal in Schwarz. Ein schwarzer, der oder die von der Aufbautechnik genau dieselben sind, nur halt in anderen Farben. Und Rita hat sich dazu entschieden, die neuen Straßenplatten hier zu verwenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die eignen sich hierfür sehr, sehr gut, da man ja trotzdem kleine Kurven und so etwas ja andere Bereiche einbauen kann. Sie hat zum Beispiel hier hinten einen Parkplatz eingebaut und das mit den Pylonen und dem ganzen Ampelzeugs. Das sieht echt nett aus und da wäre das mit den alten Straßenplatten einfach nicht gegangen. Ich habe zuerst gesagt, entweder wir bauen uns selbst Straßen oder wir verwenden mal die neuen und versuchen mal, wie das aussieht. Und ich finde, es ist eigentlich ganz cool geworden und es ist auch relativ modular. Das Einzige, was wir hier haben, wäre, das Video des Helden gesehen hat, weiß, wovon wir sprechen. Wir haben hier eine Bodenplatte drunter, eine Baseplate, eine klassische und hier nicht mehr. Jetzt haben wir hier den Versatz von ungefähr einer Noppe. Müssen wir schauen, was wir da machen. Ich habe schon vorgeschlagen, dass wir hier, weil wir ja doch jetzt durch die vielen Bestellungen relativ viele Bodenplatten noch übrig haben, ob wir hier nicht einfach welche drunter geben, dann wäre das alles auf einer Ebene. Andererseits ist es auch ein bisschen schwieriger mit den Karts oder Autos, die hier unterwegs sind, rauf und runter zu fahren, so als kleine Berg-Challenge für die Fahrprüflinge. Da ist durch die Hitze ist leider die Straße schon ein bisschen. Genau, der Asphalt wurde durch 40 Grad plus etwas aufgeweicht und die genau. 60 Tonner, die dann durchgefahren sind, haben die Verwüstung hinterlassen. Was ich noch aufgebaut habe, bevor wir Rita wieder reden lassen, also erstens mal hier diese coolen Schilder, die auch bei dem Set dabei waren. Wir können euch die Sets eigentlich wirklich vorbehaltslos empfehlen, die es Legoland exklusiv gibt. Ja. Es ist dieses große Set um 100 Euro, total cool. Da ist ja diese Achterbahn dabei, diese Drachenachterbahn. Ihr seht sie, glaube ich, dort hinten oder auch nicht. Ja,
hier seht ihr sie. Wobei ich muss mich so komisch über Rita hinwegbeugen, damit sie, weil sie im Weg sitzt. Und ein paar andere kleines Krimskrams ist da dabei, also wirklich toll. Wobei und auch das Set. Ja. Das erweitert wurde, dieser große Bogen, weil der ein bisschen klein war für uns und den haben wir noch etwas erweitert. Ja, richtig, das ist wahr. Aber wir haben schon einige andere Legoland-exklusive Sets gekauft und die haben uns jedes Mal sehr zufriedengestellt. Ja. Was ich jetzt noch gebaut habe, auf Ritas Auftrag hinweg, wo ich hoffe, dass ihr zufrieden seid, ist eine kleine, aber feine Tankstelle. Und zwar, wer die Farben hier kennt, der weiß auch, wovon wir sprechen. Ich fühle mal ein bisschen von unten. Genau, das weiß sogar Rita, dass es sich dabei um eine wirklich coole Oktantankstelle handelt. Ich habe hier versucht, ein paar, ja, hier ist ein Ölkännchen drinnen vorne für die Autofahrer, damit sie ihren Motor ein bisschen besser schmieren können. Wenn die Kupplung raucht, muss man vielleicht ein bisschen nachölen. Das ist doch weiß, wovon er spricht. Ja, wir haben jede Menge alte 90er-Style-Teile, die wahrscheinlich mal in irgendwelchen Autos oder Lastwagen oder vielleicht auch Tankstellen drinnen waren, in diversen Konvoluten drinnen gehabt. Jetzt habe ich das hier so gemacht, hier oben auch mit der Farbgebung in Weiß, Rot und Grün. Wie gesagt, das war, ich glaube, das hier war dabei, oder? Ja, das kleine ist war das dabei. Ist das ein Staubsauger oder auch eine Tankstelle? Vielleicht ist das der Staubsauger. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Also diese kleine Tankstelle haben wir hier gemacht. Ist sehr kindergerecht, aber das ist ja auch eine Fahrschule speziell für Kinder. Und wenn ihr die Originalen kennt, übrigens, ich bin natürlich auch passend gekleidet. Moment. Oh ja, stimmt. Rita hat ihre, seht ihr? Ein wahrer Traum in Grün und Rot. Deswegen ist die Tankstelle schön geworden. Richtig, ja. Und da sind wir jetzt eigentlich ganz zufrieden. Das Einzige, was wir noch ein bisschen machen müssen, ist, wenn hier jemand die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt, dann ist ja mitten in Ollivanders Zauberladen. Da müssen wir noch irgendeinen Zaun machen, dass hier die Autos nicht in die Hogwarts-Szenerie reindonnern. Übrigens, apropos Zaun, hast du meinen wunderbar schönen Zaun schon gefilmt? Denn ich habe mich selbst verwirklicht und habe hier gleich mal rundherum eine Mauer gebaut und ich bin so stolz drauf. Weil normalerweise bin ich ja da nicht so kreativ, was Zäune anbelangt, aber da habe ich mich wirklich ausgetobt, denn ich habe so ein Säckchen mit goldenen Cones gefunden und dachte mir, das ist jetzt, jetzt werden sie verwendet. Ihr wisst, ich habe mal irgendwann so ein Säckchen mit goldenen 1x1 Cone Pieces, ich glaube 700 Stück bei Bricklink gekauft, damit Rita ihren Vergnügungspark verschönern und vergolden kann, hat sie bis jetzt nicht angerührt und jetzt verwendet sie die Teile für die Fahrschule. Genau. Ja. Finde ich aber, ihr habt uns ja schon geschrieben, was wolltest du sagen? Na, die ja vielleicht zum Vergnügungspark sogar dazugehört, weil ja hier das Schild ist vom Legoland. Ja, also das ist jetzt natürlich eine interessante Geschichte. Ja. Ich habe schon gesagt, was wäre gewesen, wenn wir hier so einen kleinen Eingang, so einen Seiteneingang in die Fahrschule gemacht hätten, dann wäre die Fahrschule Teil von dem Vergnügungspark hier. Rita hat aber gemeint, sie würde den Eingang lieber hier machen. Gut, dann ist die Fahrschule separat zu bezahlen. Ihr habt uns ja schon in den Kommentaren geschrieben, was denn jetzt mit dieser Tischplatte passieren wird. Das ist jetzt so die Krimskrams-Platte gewesen in der letzten Zeit. Wir haben hier eigentlich immer wieder große Pläne gehabt. Das soll die Wohnhausgegend werden, die neue. Lego bringt aber keine Wohnhäuser mehr raus, außer das hier, welches wir auch mehrmals gekauft haben, aber hier noch nicht platziert haben. Wir wussten jetzt hier überhaupt nicht, was wir machen sollen. Übrigens habe ich heute mal, ist noch nicht ganz fertig, aber dieses koreanische Dinner-Set hinten zugebaut, auf Auftrag von Rita. Sehr interessant. Auf einmal will sie die Häuser hinten alle zubauen. Und jetzt haben wir hier mal, also das ist die schöne Seite, so wie es original ist, und das ist die Seite, die ich gebaut habe. Hier fehlt nur das Fenster. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wir hätten die Zäune, aber es ist ein wenig eng hier mit dem Tisch. Aber wir werden das sicher noch irgendwie umbauen. Ja, und was hier jetzt passiert, keine Ahnung, aber dieses Eck hier finde ich jetzt eigentlich ganz interessant und es gefällt mir ganz gut. Wir haben ja sowieso gesagt, dass wir die neuen Straßenplatten mal ausprobieren möchten. Ich habe eigentlich daran gedacht, dass wir, wenn ich euch mal
mitschwenken darf hier nach hinten, dass wir hier, wenn wir die Tische hier, wo die beiden Sesseln stehen, noch erweitern, unsere Tischplatten, dass wir hier dann ein Stadtviertel machen, wo die neuen Straßenplatten zum Einsatz kommen. Jetzt haben wir das so gelöst, ich glaube, wir haben sogar noch ein paar, naja, sieht eher schon ein bisschen mager aus, aber wir werden uns hier was einfallen lassen und es ist ganz interessant, mal nicht mit den normalen Straßenplatten zu bauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die neuen Straßenplatten sind auch sehr modular einsatzfähig. Und wenn man davon absieht, dass es hier ein Problem gibt mit dem, mit dieser Kante, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich die super cool auch für eine Stadt eignen. Also ich von glaub, uns gibt es da. Das kann man schon kaschieren. Das geht schon irgendwie. Also irgendein Übergang lässt sich da sicher finden. Ich möchte ja da irgendwie so ein Eingangstor oder ein kleines Häuschen haben, wo man eigentlich hineingeht zum Registrieren. Also das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir das kaschieren. Das wird dann kein Problem. Und ansonsten finde ich es auch cool. Speziell für das jetzt passt es einfach perfekt. Und auch das mit diesen Zebrastreifen. Also die gefallen mir einfach sehr gut. Das ist schon, das passt. Ja, gefällt mir auch. Ich stehe gerade übrigens wo wir vielleicht später gar nicht mehr stehen können. wir haben ja, wie ihr es vielleicht gesehen habt, wenn nicht, dann schaut euch das Video mit dem, was das mit dem großen Rundgang, ich weiß es jetzt gar nicht. Nein, 7000 Abonnenten Spezial, ich keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall neue Klappböcke gekauft, jede Menge. Wir warten jetzt gerade drauf, dass die Platten hier ankommen, sind schon bestellt. Und dann werde ich hier nicht mehr stehen können, denn hier wird die Stadt noch erweitert. Und Rita hat sie aber hier jetzt mal erweitert und ich finde, das ist ganz cool, wenn man hier, wir sind ja immer am Schauen, am Versuchen, dass wir so viele Hotspots und interessante Plätze in unserer Stadt bauen wie möglich. Ja. Und hier ist auf jeden Fall ein Ort, wo man, oder wo ich auf jeden Fall stehen bleiben würde. Also das ist das sehr gut gemacht und sehr interessant geworden. Und sieht sehr knuffig aus, diese Fahrschule. Oh, danke. Ja, also wir werden hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiterbauen, das alles ein bisschen noch verschönern mit Blümchen oder was auch immer. Und dann wird es sicher wunderbar werden. Wir sind schon gespannt auf eure Kommentare, falls euch noch was einfällt, was wir unbedingt hier brauchen, was ich vergessen habe oder wir vergessen haben. Und ja, dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Danke, dass ihr immer so lieb die Kommentare schreibt. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen. In dem Sinne, macht es gut. Fahrt eine Runde in eurem Verkehrsübungsplatz. Ja, macht auch den Führerschein, wenn ihr noch keinen habt. Genau. Und dann sehen wir uns. Richtig. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.